Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Mein Name ist Glabur und wir wollen heute in die Tundra. Irgendwas mit Tundra? Terras heißt die Insel, aber irgendwie heißt das Tundra Express oder so. Die Quest zumindest. Ja, ich hatte ja letztes Mal sehr viel aufgenommen. Daher muss ich jetzt erstmal selber gucken, was überhaupt als nächstes ansteht, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. So, auf jeden Fall müssen wir... Ja, hier können wir mal gucken, was es überhaupt hier gibt. Okay, hier gibt es nichts Großartiges. Armor kaufen. Okay. Ganz. Gibt's auch nichts Besonderes. Okay. Ach, wir sind doch jetzt schon hier. Ich, alter Pappeimer. Ja, auf jeden Fall habe ich lange nicht gespielt, weil ich hatte echt viel aufgenommen. Und ja. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie es überhaupt hier weitergeht, wenn ich gerade so ganz ehrlich bin. Ich bin gerade ein bisschen überfragt mit der ganzen Sache. Wir müssen auf jeden Fall da oben hin. Let's go. Kommen wir nur zu Fuß rein. Na ja, gut, okay. Reisen. Tundra Express, hatte ich ja doch recht. So. Du musst unserem Mann ein Zeichen geben. Jeder Wetter erschlägt gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Geräusch von ein paar Warkits, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? Ja, die müssten wir jetzt eigentlich... Die Scharfschützenwaffe müsste auch eine Feuerwaffe sein, ja. Bessere Ware findest du nirgendwo. Ja. Ach ne, Armor haben wir ja gerade schon. Erste Hilfe immer nachgucken. Commander, unser... Sind wir eh voll. Radiusschaden. Auf jeden Fall ist das Schild. Ladegeschwindigkeit besser, Ladeverzögerung. Das finde ich gut. Das finde ich ja mal richtig immer das Schild. So. Auf jeden Fall, ab geht's. So. Irgendwelche Viecher. Kommt da irgendwas? Anscheinend nicht. Werden nur kreischen, wenn du sie ansenkst. Ja. Die macht auch Feuerschaden. Gut. Sehr gut. Jetzt steck noch ein paar mehr an, bevor der da stirbt. Da geht auch Muni bei durch. Oh, dann brenne ich selber. Ich töte, Mann.
Wir brauchen noch so ein paar Krabbler. Ach, ich blöd, Mann. Na, man merkt, ich habe zu lange nicht gespielt. Ja, ja. Wenn mir das Schild nur wegfackelt, ist mir das egal. So, was passiert denn jetzt hier? Oh. So laut, so wütend. So tot. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Ich hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperion-Zug rast durch den Tundra-Express. Wenn meine Erinnerungen stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel. Lass dich volllaufen. Dann kipp um. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Alter. Gib mir ja voll auf die Nüsse. Nun, was sollen wir hier lang? Ich habe das Wichtigste mal wieder vergessen, Leute. Fragt mich nicht, wie lange ich jetzt gerade aufnehme schon. Lassen wir die Folge halt etwas länger laufen. Das ist ja eigentlich Schnurzpipigorn. Müssen wir hier gleich mal gucken, wo dieser Kasten ist, dass wir das ausstellen können. Kann uns ja wohl mal ein bisschen helfen hier. Mal voll. Aber man merkt echt, dass ich das ja wirklich lange nicht gespielt habe.
den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Oh, ja, da darf man nicht rankommen. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Sonst explodieren die Dinger und man kriegt übelst viel Schaden. Naja, gucken wir uns mal das an. Starkes Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Oh, wie übel ist die alte Der Bandit! Ah, da fackelt sie gerade den Alten ab. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel, darf ich vorstellen? Meine Ladies. Ich laufe, 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 ich laufe hier rüber. Ich laufe, 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 lauf, lauf, lauf. Das hier ist Muschis Knucklebites und das ist Felicia Saxopans. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kabumabums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Was ist sein? Finde, ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Nichts geht über einen guten Verkauf. Viel Glück. Ah, halt. Willkommen in meinem Bescheid. Wir verkaufen noch. Oh. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst... Jetzt kommen wir hier noch... Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank, aber... Sollte alles noch drin sein. So. Ja, wir gehen hier oben auch nochmal gucken. Wie gehabt, ich sammle weiterhin alles ein. So wie sich das eigentlich in solchen Spielen auch gehört. Könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein für manche. Borderlands wird eh nicht viel geguckt bei mir. Aber ich werde es einfach weitermachen, weil es das Spiel ist einfach genial. Ja, wer das Spiel immer noch nicht gekauft hat, ich würde immer noch sagen, Leute, besorgt es euch. Ja, wir müssen jetzt hier komplett rumlaufen. Na. Okay. Oh, da ist ja so eine Bombe. Da müssen wir außen rum. So. Ja, die Tina, die ist ja wohl mal übelst krank drauf. Was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Wegen irgendwas schießt er. Kann man ja nicht überhören. Müssen wir da in die Stadt, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier mal runter. Oh, hallo. Pendejo.
Nur, dass wir so mit einem Schuss killen und er nicht. Aber gut, man hat so ein bisschen Hilfe, ist ein bisschen was anderes, wenn man ganz ehrlich ist. Ich würde sagen, wir müssen hier lang. Sieht ja alles schon sehr cool aus, also kann man sagen, was man will. Also mir gefällt auf jeden Fall Borderlands. Also kann einer sagen, was er will. Klar, es spielen so viele Let's Player Borderlands. Dass das nicht so viel geschaut wird, ist dann auch in dem Sinne klar. Manche sind vielleicht auch schon weiter, manche laden vielleicht 2 Folgen hoch. Aber ich finde, ich bin alleine und ich mache, glaube ich, jeden Tag 5 bis 6 Videos, die ich hochlade. Leute, das ist nicht wenig. Das machen manche Let's Player nicht mal, die mit mehreren Leuten sind. Also... Oh, da kommen sie schon. Warum bin ich eine andere Bazooka? Ich, die geht mir so auf die Nüsse. Ich finde die Sprüche so geil, Leute. Wenn man das lange nicht gespielt hat, ist das alles wieder so. So cool, also echt. Wir da oben hin. Den dürfen wir nicht den Kopf wegschießen wieder. Irgendwas müssen wir hier machen. Auf jeden Fall macht es wieder richtig Laune, Borderlands zu spielen, Leute. Echt. Das ist Muschi Snuggleballs Kabumabum. Sie ist meine beste Freundin. Sie hat einen Bauch voller Dynamit und einen Arsch mit Wumms. Ein Arsch mit Wumms. War das, so war das. Ach, Mist, Mann. Naja, wir wollen weiter. Wir müssen hier noch zu dem nächsten Punkt. Sichtbar.
Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlag ich zu. Ich glaube, hier runter zu springen, das war nicht so schlau. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Irgendwie. Postkasten. Alter, diese Helikopter, ne? Vielen Dank, vielen Dank. Ach Mann, ey. Ach Mann, ey. Ja, jetzt haben wir keinen Gegner. Ja, sorry Leute, ich habe nicht aufgepasst, habe dann statt FG gedrückt und ja, ganz klasse. Das ist halt diese Sache, wenn man zockt und lange das Spiel nicht gespielt hat. Aber ich habe halt viele Projekte und ja, da ist das halt so. Ganz ehrlich, mich stört es jetzt nicht, dass ich jetzt gestorben bin. Mein Gott, damit kann man leben. Ja, der ist down, wir müssen irgendwie da rüber. Keine Ahnung, warum, wie. Ach Mann, das kann doch nicht sein, weißt du das? Komm noch mal her. Dann haben wir einen Down. Er wollte mich jetzt verarschen. Von was habe ich jetzt hier Schaden gekriegt? So doll. So, die Kacken, Alter. Mann, Mann, Mann. Mal, irgendwie müssen wir jetzt da hoch. Die Sniper. Ich glaube nur nicht hier lang. Sehen wir außen rum.